Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Unser Freund Mr. Level 8 war hier gerade. Er ist hier noch durch die Gegend gestreunt und dachte, er kriegt noch was ab. Wir sind ziemlich im Arsch, weil wir kaum irgendwie heile Sachen haben. Wir könnten rein theoretisch, ja, die Werkstatt hier beanspruchen, aber... Haha, achso. Haha, Rüstungswerkbank... Lagerkiste, oh, perfekt. Können wir ein bisschen schrottlos werden. Sehr schön. Hast du hier auch eine Waffenwerkbank? Oh. Du bist großartig, mein Freund. Deswegen lasse ich auch deine Werkbank hier in Ruhe, deine Werkstatt hier in Ruhe. Du kannst sie gern behalten. Ich möchte nur Sachen reparieren. Meine Aurora zum Beispiel. Hey, was ist jetzt mit diesem... Die haben dieses Reparieren so weiter geändert. Werkstattreparatur. Aurora ist wichtig. Der MC Zero ist wichtig. Oh, kein Kleber. Ich muss meine Sachen wieder anpflanzen. Und die Jetmaschinen. Was hat die Feuerrate reduziert? Alles klar. Ich sehe schon. Plastikschraube. Ja gut, freischaltbares Umschalten. Achso. Gut, wir müssen auf jeden Fall die Feuerrate wiederherstellen. Ah, dadurch sinkt auch der Schaden. Ah, okay. Aber Feuerrate ist mir wichtiger. Weil bei der Feuerrate, die sie jetzt momentan hat, da kann ich auch ein Lasergewehr holen. Ganz ehrlich. Das hat weniger Gewicht. So. Habe ich jetzt alles repariert, was ich brauchte? Ja, schleichen Tod vielleicht noch reparieren, ne? Na, den Hammer kann ich ja vergessen. Das Ding ist auch noch kaputt. Nee, das hat keine Munition. Ja, komm, reparieren wir noch den schleichenden Tod. Wenn's geht. Der schleichende Tod. Fehlt natürlich Kleber. Ja, ich muss mich nach der Aufnahme muss ich mich hinsetzen und mal für Kleber sorgen, ne? Würde ich sagen. Mal ein bisschen Mais anpflanzen, Tartus anpflanzen, ne? Na gut. Das Wichtigste haben wir ja jetzt wieder. Wobei der Hammer auch noch gar nicht so schlecht wäre. Aber naja. Hallo, habt ihr mich schon gesehen? Ich fürchte schon. Oh, verzieh dich. War mitten im Weg. Oh, Gefahr. Okay, er hat mich schon gesehen. Oh Gott, das bringt gar nichts. Oh Gott. Oh Gott, ich bin am Arsch. Oh Gott. Jetzt auch noch ein Jäger. Okay. Okay, ich hab's verstanden. Zu den Geschützen! Zu den Geschützen! Das ist der Plan. Geschütze, helft mir. Oh Gott, ihr seid alle kaputt. Oh Gott, er schießt mich ab! Er schießt... Schießt mich ab. Oh. Okay. Ich habe es mir ehrlich gesagt ein bisschen anders vorgestellt, wie mich die Geschütze beschützen werden. Es war nicht geplant, dass die mich jetzt angreifen. Scheiße, Mann. Oh, das ging ja mal. Wie kommst du denn darauf? Ach so, kommst du rauf? Ich hab das verdammte Geschütz repariert, damit es mich beschützt.
Und nicht damit es mich tötet. WTF. Komm, gib mir deine Erfahrung, Kleiner. Hui, 244. Was ein Scheiß, ey. Was greift mich das Ding auch automatisch an? Ich dachte, die sind normalerweise friedlich, bis man irgendwas macht. Naja, gut, shit happens, ne? Western Revolver. Das klingt gut. Stufe 50, 35 Schaden. Ja, die 10 mm ist ja auch nicht besser, ne? Müssen wir gucken, was wir mit dem Revolver so machen können. 32 Schaden. Feuerrate 43. Feuerrate 6. Puh. Was haben wir denn da? Das kennen wir schon. Da war das Event. Wie? Ich habe noch nicht alle Hinweise. Wieso bin ich jetzt hierher gelaufen? Ach, wegen dem Event. Ich habe noch nicht alle Hinweise aufgesammelt? Okay, das ist ein bisschen blöd. Laufen wir nochmal zurück. Sehr schön. Jetzt habe ich mich erstmal schön vor der ganzen Welt blamiert. Nein. Es war ja lustig. Konnte ich ja nicht riechen, dass die mich sofort angreifen. Und dann reisen wir gleich in ein anderes Gebiet wieder, in das Anfangsgebiet. Und gehen da die andere Quest nach. Oh. Wie geht's dir, Räder? Anscheinend nicht so gut. Ich glaube, legendäre Waffen sind bewusst auf einem niedrigen Level. Was zum... Damit sie halt nicht zu stark werden. Wie sieht's aus mit meinem Lieblingsgegner, Belmok? Der lebt immer noch. Ist er wieder, der ist immer wieder da. Ganz seltsam. Boah, was sind das hier für überall Events? Alter Schwede. Naja. Der hockt da und produziert seine Munition, da kommen wir nicht ran. Ich habe übrigens fast vergessen. Und wo hatte ich das hier? Ich muss mir merken, wie das heißt. Hilfsmittel. Es ist weg. Ach, ich bin ja gestorben. Deswegen. Doch, hier. Bärenmentats. 5 Intelligenz, außerdem werden lebende Ziele für 5 Minuten markiert. Wir müssen gucken, ob wir sowas vielleicht herstellen können. Aber ich meine, wenn wir das machen, dann merkt natürlich jeder, dass wir nach ihm suchen. Was wir ja selber an uns selber schon feststellen konnten. Also ist das vielleicht nicht die beste Taktik. Aber eine Taktik. Falls es mal ein bisschen kritischer wird. Also wenn der Gegner weiß, dass ich da bin, dann kann ich es einsetzen. Ne, das war nicht hier, ne? Das war Platz 3 und 3? Die haben Spaß. Die gehören wahrscheinlich zusammen. Das wär's noch, wenn ein Team oben wäre auf einem Platz. Das wär's doch. Wo könnte noch hier ein weiterer Hinweis sein? Der Korb ist es nicht. Die Leiche selber? Also ich könnte schwören, dass ihre Freundin sie ertränkt hat. Auch wenn es sich so angehört hat, als hätte sie sie retten wollen. Aber vielleicht war deswegen die Aufnahme. Was ist Klapperhänden? Schaden mit Fernkampfwaffen. What? Habe ich da irgendwas? Ich
habe eigentlich nichts, ne? Ja, gut. Scheiß drauf. Deswegen machen wir nicht so viel Schaden. Wie lange hält das an? Das ist ja ein Kack-Debuff. 23 Minuten. Ja, fahren wir gleich kurz nach. Fliegen wir kurz gleich nach Hause. Holen uns ein Hilfsmittel. Ja, wo soll hier nur noch was sein? Hier ist nichts. An der Leiche selbst sehe ich nichts mehr. Das war doch gerade nicht so sandig. Hä, das Fahrrad? Bitte an Shelza Wesley in Clarksburg zurückgeben. Das soll ein Hinweis gewesen sein? Naja. Tolle Quest, in der man nichts bekommt. Ah, das Haus Wesley. Ah, okay. Es ist also noch nicht vorbei. Die Frage ist nur, was ist jetzt genau passiert? Hat sie sie retten wollen oder ist dabei abgekratzt und hat sich dann das Rattengift reingezogen? Oder hat sie sie absichtlich getötet und hat sich dann das Rattengift reingezogogen? Hauptsache, wenn die Dreierplätze zu mir kommen, dann schieße ich die weg. Aber eiskalt. Dann schieße ich die sowas von weg. Mit meinem Stefan. Dann werden die schon sehen, was sie davon haben, mir in die Nähe zu kommen. So, hier ist das Haus. Oder ist das das Haus? Also ich sehe hier nichts. Ach Gott, die kleinen Viecher. Geh mal weg. Ist das das Haus? Nee. Nee. Das muss das hier sein. Aber hier gibt es keine Hinweise. Kann ich hier hochgehen? Das ist hier die Frage. Es ginge irgendwie. Ich glaube zwar nicht, ob das hier der reguläre Weg sein soll. Falls hier oben überhaupt irgendwas ist. Ist auch nichts. Hä? Das Einzige, was wir hier haben, ist ein Fernseher. Ach! Er wurde gerade getötet. Das war aber nicht der Typ, der gesucht wird. Jetzt geht da auch die Action ab. Was zur Hölle schießt der da auf mich die ganze Zeit? So, ein Kuhmagnet. Ein Magnet für Kinder und dazu passend gezinkte Würfel. Gezinkte Würfel? Alter Junge. Du gehst mir auf den Sack. Wo bist du? Alter! Haut doch ab! Was wollt ihr von mir? Und dann haben wir hier noch eine Nachricht. Mary besiegt mich immer bei Fang den Rotten. Ich habe sogar schon einen Blick auf die Karten geworfen, als sie nicht hingeschaut hat. Davor habe ich einfach Geld vom Haufen geklaut. Mama sagt immer, Mädchen wie sie können jemanden wie mich nicht besiegen. Ich bin eine Wesley, also bin ich besser als sie. Ich muss besser sein. Sie darf nicht klüger sein als ich. Das darf einfach nicht sein. Ach so, da hat sie sie doch umgebracht, aufgrund von, dass sie verloren hat ständig. Alles klar. Oder, sie hat immer wieder verloren und hat sich gedacht, nein, ich hole jetzt die gezinkten Würfel, weil ich weiß jetzt nicht mehr, wer von den Mädels gestorben ist. Hä?
Alter, bist du unsterblich oder was? Du räudige kleine Ratte, du. So. Ja, ich glaube, die Wesley hat die andere umgebracht, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, so rum war das. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Hey, Harvey! Was geht, Junge? Harvey Tinley. Ist wie hier richtig? Ja, Mary Tinleys Haus. Das heißt Harvey. Hey, cool. Ich habe den Vater getroffen. Netter Typ. Mit dem kann man sich gut unterhalten. You're almost home. Der Vater hat da gewartet auf seine Tochter. Ja, das ist bitter. Aber ich habe hier sein Schuh, falls sie ihn möchte, falls sie noch lebt. Ach nee, tut sie auch nicht mehr. Ja, das ist natürlich schade. Aber wo finde ich da euer Zeug? Auf dem Dach finde ich hier anscheinend nichts. Hier im Wasser? Nee. Ich meine, viel vom Haus ist nicht übrig geblieben, dass ich mich hier umschauen kann. Ah, Seite aus Marys Tagebuch. Ich habe genug geweint. Chelsea war heute, war mal meine beste Freundin. Jetzt sagt sie andauernd irgendwelche gemeinen Sachen. Ich weiß, dass ich klüger bin als sie, aber dafür ist sie hübscher als ich. Warum kann sie sich darüber nicht freuen? Warum muss sie in allem immer die Beste sein? Nur weil sie eine Wesley ist und die Wesleys so reich sind, heißt das nicht, dass sie besser sind als ich. Chelsea will ein Picknick machen und was spielen. Als ich sie letztes Mal besiegt habe, war sie total wütend auf mich. Sie schummelt die ganze Zeit und das macht mich echt sauer, aber ich sage nichts. Papa sagt, ich habe Mamas Temperament und muss es unter Kontrolle halten. Ich habe ihm versprochen, dass ich mir ganz große Mühe gebe, nicht sauer zu werden, wenn sie schummelt oder mich beleidigt. Oh, hier Wesley hat mit den gezinkten Würfeln und den Magneten geschummelt. Daraufhin hat hier Hans-Dieter, ich merke mir die Namen niemals, gedacht, ja nö, dann töte ich dich halt. Oh, Picknickdecke. Ich bin nur noch Platz 2, was? Hängt der jetzt wieder da oben? Nee. Wo ist denn der? Der Belmovk. Jetzt ist er plötzlich nicht mehr da. Er ist nicht mehr auf der Map. Hm. Der Belmovk. War das nicht der, der auch letztens so rumgeschietet hat? Ich glaube schon. Alles klar, damit haben wir das auf jeden Fall gelöst. Und wir haben eine Picknickdecke bekommen. Ja. Werden wir sowieso nie einsetzen. Stärke 16er, das müssen wir noch ein bisschen bearbeiten. Also Stärke 16 finde ich schon ein bisschen übertrieben. Genau, ich wollte gucken, wo wir als nächstes hingehen. Damit sind wir hier durch. Wir könnten eigentlich mal ganz kurz nach Hause. Ich könnte auch den Typen ärgern und kurz das Ding einnehmen. Einfach nur so just for fun. Aber das mache ich später, wenn ich fertig bin mit Aufnehmen. Dann gehe ich dahin, nehme das Ding, plündere seine Munition und lock mich aus. Das ist der Plan. So. Alles ist hier nirgendwo, ne? Seltsam. Kann ich mittlerweile irgendwie... Wasser...
Ich will den großen bauen. Was fehlt mir denn da? Schraube. Wieso habe ich keine Schrauben? Wie kann das sein, dass ich keine Schrauben habe? Aber Essen haben wir. Wir sollten erstmal was essen, ne? Hier, schön Wolfsrippchen. Dann verwerten wir mal hier die Sachen. Steigen aus unserer Powerrüstung und gucken uns den Revolver jetzt mal genauer an. Und gucken, ob wir vielleicht irgendwas Neues schon für Stefan bekommen haben. Ich glaube ja nicht. Oh, das sieht toll aus. Das sieht echt toll aus. Erstmal hier Jagdgewehr, Mehrzweckaxt, Sturmgewehr. Stufe 15, alles klar. Ich weiß Bescheid, Spiel. Mündungsbremse. Dann möchte ich gerne auf die Waffenwerkbank. Nein. Zum Modden wechseln. Ich will nicht zum Modden wechseln, so. Western Revolver, was können wir nehmen? Oh Gott, nehmen wir gar nichts dafür. Reichweite können wir verbessern, ja. Hilft alles nichts, dann müssen wir ihn leider vernichten. In der Hoffnung, dass wir irgendwas dafür bekommen. Präziser Verschluss. Immerhin. Immerhin. Und das kann auch weg. Ja gut. Holen wir uns jetzt noch ein bisschen Wasser. Ich hoffe, wir haben noch Wasser. Ey, das sieht so scheiße aus mit dem Rumflackern. Ist doch kacke, ist das. Nichts funktioniert hier befester, nichts. Ich möchte gerne diese Tür ersetzen. Und zwar durch eine andere Tür. Das sieht doch schon viel besser aus. Gib mir mal so 6. Ich denke mal, das wird passen. Ja, vielleicht sogar mehr. Ach, egal. Ist ja auch egal. So, schon geht's uns besser. Und damit würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Quest über. Und zwar gehen wir dahin. Durchsuche das Polizeirevier in Monaghan nach Hinweisen. Dafür müssen wir nach Sunnytop. Offensichtlich muss hier irgendwo Platz 1 sein, aber ich sehe ihn nirgendwo. Das ist ganz seltsam. Der cheatet doch, der Typ, oder? Kannst mir doch nicht erzählen. Ist einfach, wo er verschwunden ist. Und getötet worden ist er auch nicht. Obwohl er ja sogar eine Belohnung auf seinem Kopf hat. Ist schon ein bisschen fragwürdig, ne? So. Wir sind jetzt hier direkt beim Bahnhof, ne? Wir waren ja schon öfters hier. Dann warum müssen wir auch nicht reingucken? Gehen wir darüber. Begib dich zur Kuriositäten, such die Höhle, aha. Wandern mit Schrecken, durchsuche das Polizeirevier, da sind wir jetzt gerade. Okay. Ich werde das ja alles normale Gründe hier, weswegen die gestorben sind. Warum wir der Einzige sind, der dem Ganzen zugrunde gehen kann, weiß ich auch nicht. Weil anscheinend ist die Polizei hier nicht wirklich die Schlausten. Wir gehen jetzt auf die Jagd, Freunde. Ein paar Degenerierte töten. Das hört sich so böse an. Hi. Lass mich nur mal kurz meine 10 mm nehmen. Ich weiß, dass ihr da noch einen Freund habt. Ist das euer Bruder?
Der ist auf jeden Fall jetzt auch tot. Hallöchen, was sehen denn meine entzündeten Augen da drin? Ziemlich viel Lootzeug. Buffhaut, Psycho, irgendwas. Ich habe schon wieder nicht. Ich habe schon wieder meine Medizin nicht genommen für den Kampf gegen den Typen. Scharfschützengewehr. Wie sieht mein Scharfschützengewehr jetzt aus? Stufe 50. Und hier haben wir. Wo ist er denn? Aurora, da. 104. 104. Ja, ist eigentlich genau dieselbe Waffe, ne? Wobei, das hier ist eine richtige Scharfschützengewehr. Ich glaube, da können wir sogar noch ein bisschen was machen. Behalten wir erstmal. Und gehen erstmal weiter. Ich will doch nur auf die Karte gucken, Spiel. Dieser Belmovka ist immer noch auf dem Server, man sieht ihn nicht. Es ist ganz kurios. Ah, da ist er doch. Und holt sich jetzt die Nummer 2. Bitte was? Der Achter hat jemanden getötet? Ach Gott. Ich hätte ihn töten sollen. Das Schwein. Ich hätte Leben retten können. So, hier müssten wir runter, ne? Ja. Und wir sagen, wie denn hier so schön ist. Nix. Kupfer. Ich finde schade, dass hier ein paar Sachen echt zu sind. Ich meine, klar, die müssen irgendwo was für die Zukunft schaffen und ein paar Dinge auch geschlossen halten, aber jetzt gerne erkundet. Und wir haben noch ziemlich viel nachzuholen von dem, was alles nachgereicht worden ist. Oh. Und ich freue mich ehrlich gesagt auf den Händler. Wenn man hier Händler aufstellen kann als Spieler. Ich glaube, das wird das Ganze nochmal, ja, nochmal besser machen. Dass man wirklich auch Raritäten findet, die, oder Sachen findet, die man sonst nicht kriegen würde, wie legendäre Waffen oder so kann man da ausstellen. Mein MC Zero könnte ich da ausstellen, wenn ich irgendwie möchte, wollen würde. Möchte ich aber nicht. Gibt's auf jeden Fall ziemlich vieles, hör? Untersuche das Haus. Okay. Dieses Haus? Untersuchen wir erstmal das Haus da hinten. Also rüber, das zu bedeuten hat. Nicht ihr Mistviecher. Ich will nicht den anvisieren. WTF. Gib mir den. Ich habe gerade gesehen, wir sind ziemlich out of time. Ich krieg's einfach nicht hin, normale Folgen zu machen, ey. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.